Hallöchen, da ist euer Gusor wieder. Yeah, jetzt mit dem heute wieder fetten Account. Level 120 bin ich mittlerweile und wir haben wieder alle Armeelager voll. Wir haben, glaube ich, mittlerweile 35 Mauern. Nein, es sind 36. Juhu, darauf ein doppeltes Juhu. Und das läuft einfach genau. Ich wollte euch zeigen, wie auch meine Base mal aufs Maul bekommt. Wie gesagt, das muss man auch mal zeigen. Aber wie gesagt, ansonsten ist halt wirklich nur einfach Rathaus snacken und fertig. Da ist nicht weiter irgendwas. Die gehen halt nicht drauf, weil die sich gleich sagen, gut, okay, hier passiert nichts. Klar, also da brauchen wir nicht weiter... Da verliert man halt nichts. Das ist richtig geil. Also jetzt im Loot-Bereich. Ressourcen. Und jetzt gucken wir mal. Der ging von oben rein. Auch wie... So, richtig cool. Ich will euch das mal... Ich habe es eigentlich wieder verkackt. Ich muss wieder kurz zurückgehen. Und möchte das euch nochmal kurz zeigen. Ja, da müsst ihr jetzt durch. So, zack. Und zwar ging es wirklich hier in dem Bereich. Er hat nämlich gleich Mauerbrecher, das war richtig nice, Mauerbrecher gedroppt. Und die Mauerbrecher wurden erstmal schön von den Skeletten außer Betrieb genommen. Da haben die sich erstmal gesagt, gut, okay, nein, bis hierhin und nicht weiter. So, Riesen am Start, Bogies logischerweise ordentlich. Und aber auch, und das war natürlich sein Vorteil, eben auch die Magier. Weiter geht it. So, da natürlich, da lachen sie drüber über die Mauer, eine Achtermauer. Wen interessiert das? So, ich habe einen Drache, einen Barbaren und so ein bisschen hier noch einen Magier drinne. Also das läuft eigentlich. Er hat beide Helden schon drinne. Ich muss gerade mal schauen. Ich sehe, dass... Mein King, ja genau, weil mein King sich gerade in der Bauphase befindet und das ist ja nur so, dass er im CW, bin ich der Meinung. Ja klar, sonst wäre er da. Dass es wirklich nur im CW dazu kommt, dass man den verwenden kann als Dev, aber eben auch nicht im Angriff. Aber somit habe ich nur meine Queen. So, Minenwerfer, klar. Ja, da müsste man auch mal gucken, dass man das eventuell wirklich anders stellt, weil der hier echt... megamäßig weit draußen steht. Ganz klare Sache. Eventuell die beiden getauscht. Aber sie, wie gesagt, das sieht man erst bei einem Angriff. So, gucken wir mal. Drache ist gut dabei auf jeden Fall. Und jetzt lässt er da voll los. Ja, der Drache war gut dabei. So. Ja, oben möchte ich mich gar nicht weiter. Hier, jetzt guckt mal hier. Hier passiert nichts mit den Mauern, seht ihr gleich. Dann kommen auch noch, glaube ich, ein paar Mauerbrecher ran, aber auch Pillepalle. Erst wenn dann wirklich die Magier rankommen, da geht dann wirklich auch mal eine Mauer kaputt. Aber die haben echt lange gebraucht. Wirklich, der hat da mit reingekloppt, mit King und was auch immer. Und die Sache ist ja die, das war ja jetzt nur eine 10er-Reihe und die hat schon mal wirklich... richtig lang gedauert. Die kommen auch nicht nochmal weiter. Klar, ich meine, hier Riesen und sowas, hier auch an der 9er Mauer, halten sich Ewigkeiten auf und da geht es auch nicht mehr weiter. Klar, ich meine, die Magier und sowas, die gehen natürlich dann schon auf den Loot. Aber hier zum Beispiel King, der durch die Mauer möchte, kommt halt einfach nicht durch. Klar. Aber klar, der hat mich natürlich hier auch, der kommt da glaube ich noch mit der Queen nach unten und nimmt mich da wirklich schon richtig auseinander. Ganz klare Sache. Aber nichtsdestotrotz sieht man hier wirklich mal, was die 10er-Mauern können. Und man muss wirklich dazu sagen, wenn man es dann hochrechnet, hat er mich natürlich... Ich glaube wirklich nur gewonestart, weil er das Rathaus sich nicht gezogen hat. Das ist eine Pillepalle-Nummer. Da hätte er einfach nur noch was hinstellen brauchen. Es ging ihm nicht um die Pokis. Die Sache ist aber die, also das zieht er sich noch komplett. Und ich glaube, davon kriegt er auch noch ein bisschen. Also das D-Alex hat er komplett gezogen.
Aber ganz ehrlich, ich meine, so mega krass hat sich's für ihn auch nicht gelohnt. Weil ihr wisst selber, was kosten die Riesen auf Level 6? Brauchen wir. Nee, nicht mal das hat er gezogen. Also hat er halt eben 3 von 4 Lagern sozusagen Gold und Elixier gezogen. Alex, dunkles Alex komplett klar gemacht. Logisch, ist definitiv ein Fail für mich. Das brauche ich nicht als Win verkaufen, logisch. Aber da sieht man halt mal wirklich, die Mauer hat es gebracht, auf jeden Fall. Das hätte ganz anders ausgesehen. Gutes an Stephen Hawking. Kriegen wir hin. Und wir machen Angriff. Gucken wir mal, was so geht. Oh, ich meine, schön AFK-Gegner, aber das lohnt doch nicht. Das lohnt nicht, das lohnt nicht. Nee, das lohnt auch nicht. Auf keinen Fall. Und ich bin aber wirklich von der Liga her richtig zufrieden. Also ich will noch höher gehen. Aber wirklich, ich war dann irgendwo schon zu weit unten. Das hat dann schon keinen Spaß mehr gemacht. Und man könnte einfach mal wieder die Ohrhörer rausnehmen. So. So. Und dann passt das auch wieder. Ah, auch nett. Aber da sind halt meine Troops definitiv zu low dafür und ich krieg gar nichts raus. Nein, wollen wir nicht. Ja, aber ansonsten echt, also bin ich gut zufrieden, gibt es hier gutes Zeug. Ah, auch nicht schlecht, auf 3 verteilt nur. Und dann 222 ist schon ganz nett. Mein Mike geht immer dichter an mich ran. Ich kriege Angst. Ich möchte dich jetzt ein bisschen wieder zur Seite schieben hier. Bleib bitte da. So. Nee, auch gar nicht, geht gar nicht. Fuck, ey. Ach, das ist doch gar nicht. Also, die Gegner will ich gar nicht drin haben. Echt, also, beziehungsweise klar, aber dann will ich sie nur AFK haben. Ja, damit fängt man auch nicht an. Da könnte man das Rathaus ziehen und den Tausender am D-Elex mitnehmen. Ich glaube, das ist eine Sache, aber eben auch wieder nicht blitzen. Gucken wir mal, was er hier am Start hat. Klar könnte es sein, dass die CB kommt, genau. Dann kann ich nämlich die CB hier hinlocken. Und dann ist eine relativ softe Geschichte hier. Ich denke aber, er wird noch was CB-technisch drin haben. Aber das werden wir gleich sehen. Ja, die paar Dinger da, die können wir locker wegknallen. Ja, gut, dass ich nicht so zu viel gespammt habe. Erster Magierturm ist down. Tesla. Und hier schön, genau. Nicht zu viel gespammt. Aber wem erzähle ich das denn? Das kennt er ja. Das ist schon echt geil hier. Das ist das, was mir Spaß macht. Jetzt vorsichtig hier rein, weil ich nämlich denke, dass der hier das relativ gut verteidigt hat. In dem Bereich. Jetzt gucken wir mal. Ah, die Bogies sind schon alle. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber ich habe ja noch die schicke Queen. Und ich habe noch zum Spam auf jeden Fall noch ein paar Kobis. Und sobald die erstmal drinne sind, dann macht das richtig Laune. Weil die müssen nur noch durch eine Mauer durch. Queen ist auch noch. Ah, nicht zu viel. Ich glaube, der wird da doch wieder was haben. Na, Queen muss ich jetzt ragen. Sonst ist der King einfach mal das Ausschild für meine Queen. Das geht dann gar nicht. Da will ich Sinn haben, genau. Da will ich Sinn haben. Und jetzt, komm, nein, nicht dahin. Komm, jetzt zieh dir das Dunkle. Ja, genau. Dunkles. Ihr kennt meine Kobi-Schlange, ihr kennt sie alle und ihr wollt sie alle wiedersehen. Jetzt mache ich hier auf jeden Fall noch die 50. Die mache ich auf jeden Fall noch nass, weil ich die paar Pokis noch haben will. Bitte. Ja, aber das schaffe ich nicht mehr. Also hier, ich wäre hier gerne noch reingegangen. Nee, das ist es mir nicht wert. Aber ich habe einen Tausender am Dunklen. Passt. Damit kann ich leben. Das ist das, was ich haben wollte.
Sie können noch gewinnen. Ja, klar, logisch. Also wir sind noch im Kampf. Und das ist wirklich so. Also man denkt am Anfang, oh ja, Gusibär, genau. Zack. Hier, dann, ja, genau. Gucken wir, wie die Kokskartoffel hoffentlich nicht fertig gemacht wird. Oh, das sind schöne Truppen. Das sind schöne Truppen in der CB und damit hat er nicht gerechnet. Glaubt mir, damit hat er nicht gerechnet und die kriegt er hoffentlich nicht rausgelockt. Ja. Ihr seht, wie ich mich leicht freue. Ah, okay. Da hat er die Magier richtig gut gedroppt. Auch ein Golem wird von den Magiern auseinandergenommen. Ah, hier, ja. Na, Glück. Ah, ich würde sagen, das ist noch. Wenn die Magier jetzt nämlich auf die Gebäude gehen, dann sind die Golems relativ schnell weg. Ich würde sagen, das wird nichts. Ich meine, er hat die drei Packers noch, ganz klare Sache. Aber ich würde sagen, das geht für die Kokskartoffel gut aus. Würde ich jetzt tippen. Weil wir haben in Anführungsstrichen nur drei Packers noch. Also nur, ist ja schon viel. Ah, ein 18er King, okay. Ein 18er King ist natürlich einiges wert. Da geht auf jeden Fall das Rathaus down, ganz klare Sache. Und die 50% fallen dann auch. Aber ich bin mal optimistisch und sage, kann knapp werden. Weil die Packers gehen auch schnell durch die Wand durch. Ah. Würde Tüffi und Herr von Bönefeld oder wie auch immer sagen. Aber das ist selbst vor meiner Zeit gewesen, glaube ich. Ah, ich meine, ein 18er King, echt. Ich meine, oh, ich hoffe mal, dass es hier jetzt gleich weitergeht. Der King rennt. Erwischt. Oh. Easy. Achso, aha, scheiße. Nein. Ich habe mir ja einen neuen Drucker. Ja, geil. Ich habe mir einen neuen Drucker, habe ich mir ja geholt. Und jetzt wollte ich auf Drucken drücken, also um einfach einen Screenshot zu machen. Und jetzt macht er irgendwas anderes. Aber das passt. Nee, das wird ein Hunderter. Von der Zeit reicht das noch. Und er hat noch alle drei Packers. Und die Packers sind draußen. Das wird leider ein Hunderter. Da passiert. Er kann. Die Zeit läuft ihm nicht ab. Und was soll passieren? Eine Riesenbombe? Oh. Ja, das ist leider. Das ist leider ein Three-Star. Und somit wird es wieder knapp. Und wir hatten ja wieder ein paar Stimmen, die sagten, ach naja, wird schon, wird schon. Am Ende wird zusammengezogen. Also nicht zusammengezogen, sondern zusammengerechnet. Ja, und schon ist ausgeglichen. Ja. Krasse Sache. Auf jeden Fall. Also da darf man sich nie zu sicher sein. Aber ich glaube, wir wären momentan noch weiter vorne. Ich muss mal gleich reinschauen. Alter, langsam geht's mit den Gems langsam wirklich nach oben, dass ich eventuell irgendwann doch nochmal meine fünfte Bauhütte kriegen kann. Und guckt mal, ich dachte ja auch, oh, naja, jetzt haben meine Bauarbeiter ja gar nichts mehr zu tun. Dadurch, dass ich aber noch die dunkle Kaserne auch jetzt komplett upgrade und dann eben den King noch nebenbei zu laufen habe, dann eben den Luftfeger hier. Zack, habe ich schon mal einfach wieder drei Bauarbeiter am Start, die einfach mal was machen müssen. Also faul ist nicht. Kurz mal überlegen, genau, ich wollte jetzt noch mal in Kriegslog rein. Die würden gewinnen. Die wären vorne. Böse Falle. Auf jeden Fall eine ziemlich böse Falle hier, können wir noch mal aufladen. Aber da seht ihr mal wieder, was los ist. Aber ansonsten, wie gesagt, basetechnisch war ich ja, wie gesagt, zufrieden mit. Das hat ja gepasst.
Ich guck mal kurz in meine Kriegsbase rein. Blödsinn. Da. Kriegsbasis. Da muss sich ja auch noch wieder was ändern eigentlich. Ach so, ja, den Luftfeger, den muss ich noch reinstellen. Ja. Aber ich... Von dort aus dann da, das sind... Mal gucken, ja. Ich speichere einfach mal ab. Das gucke ich mir beim nächsten C wieder nochmal an. Ja, ach so, und ich denke mal, ihr werdet es schon mitbekommen haben, aber nichtsdestotrotz würde ich es gerne nochmal zeigen. Guckt bitte mal auf eure Einzelspielermission. Nicht bei jeder, aber immerhin bei manchen gibt es wieder verfügbare Beute. Ich denke mal, dass die meisten es wissen, dass die es mitbekommen haben. Aber vielleicht hat es einer noch nicht mitbekommen. Hier ist noch einiges zu holen wieder. Also das, wenn ihr nochmal ein bisschen Alex oder ein bisschen Gold braucht, könnt ihr da naschen. Alles, was geht. Und das soll es wieder gewesen sein. Von mir für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so war und ihr mich noch nicht abonniert habt, dürft ihr das gerne jetzt tun. Bis dann. Ciao, ciao.